Ja, hallo. So, wir sind hier bei Lawlift, auch einer der Aussteller bei der Legal Revolution. Und ich habe hier den Steffen. Und ja, Steffen, wie empfindet ihr die Messe bis jetzt? Oh, als sehr gut. Ja, also wir haben sehr viele neue Kontakte heute gemacht, gestern auch schon. Das sind ja 2 Tage insgesamt. Und vor allem nicht nur hier aus Deutschland, sondern auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel, England und so weiter. Also man merkt, dass das schon etwas internationaler wird auch. Finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Ich habe gerade miterlebt, wie ihr quasi eine Auszeichnung bekommen habt von jemand, der vorbeigelaufen ist, hat gesagt, der schönste ästhetische Stand, möchte ich auch unterstreichen, also finde ich gut gemacht. Ich bin auch Bauhaus-Stil-Fan, ja, und das finde ich sehr ästhetisch und gut gemacht. Also für euch, ihr wart jetzt das erste Mal hier auf der Messe? Nein, wir sind schon ganz lange. Wir sind eigentlich seit 2018, da gab es die erste Legal Revolution, da sind wir dabei gewesen. In der Corona-Zeit gab es sie dann mal nur online, das war sehr schade. Und jetzt seit dem letzten Jahr gibt es sie wieder in echt und da sind wir dabei. Wir sind treue Besucher von der Legal Revolution, ja. Mhm. Und ich frage jetzt mal ganz direkt, ist ja alles spontan. Was war so ein Highlight jetzt für euch? Also was ist ein Highlight, was ihr präsentiert? Ja, das Highlight, was wir dieses Jahr am Thema haben, ist AI-Templating. Wir machen ja vom Produkt her Dokumentenautomatisierung. Das heißt, die Anwälte kommen mit den Vorlagen, die sie haben, zu uns. Das wird automatisiert und dann können sie das später nutzen, delegieren oder was auch immer machen. Da kann man gerne mal auf unsere Webseite gehen. Unter Anwendungsfälle kann man selbst ein bisschen rumspielen, dann sieht man, wie das aussieht. Und bisher war das immer auch ein Thema, dass der Aufwand für die Automatisierung gefühlt sehr hoch war. Für uns schon einfach. Also die Lösung an sich ist eine No-Code-Lösung, wo man nicht mehr programmieren lernen muss, sondern man setzt einfach davor und klickt auf die entsprechenden Elemente, um sie zu verbinden. Ja? Und jetzt übernimmt das die AI. Also jetzt hat man nur noch einen Button, wo man raufklickt, bitte baue mir den Fragenkatalog für diese automatisierte Vorlage und dann macht AI, also GPT-4 steckt dahinter, einen Vorschlag für den Fragenkatalog. Und da gibt es ganz viele neue Features, die kommen. Also nächstes Jahr wird das auch noch Thema sein, da bin ich hundertprozentig sicher, weil immer mehr von diesen Tätigkeiten, die man für die Automatisierung machen musste, durch AI leichter werden und unterstützt werden. Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage, ChatGPT, im geschützten Raum, im Intranet von der Kanzlei. Ja, nein, also wir haben für die Kanzlei, die muss keinen eigenen GPT-Zugang haben und schon gar nicht eine eigene Instanz. Also man kann jetzt nicht einfach sich an OpenAI anschließen, wenn man im Anwaltsmarkt tätig ist und auch in der Kanzlei. Das muss alles schon dem Berufsrecht und dem Datenschutz natürlich entsprechen. Und wir haben für die Anwälte eine eigene Azure AI-Instanz bei uns laufen mit einem eigenen abgekapselten GPT-4 drauf und können das entsprechend so zur Verfügung stellen und weiterverkaufen. Wir müssen natürlich da auch was zahlen, aber das wird dann weiterverkauft. Es gibt bei den größeren Kanzleien und Unternehmen auch schon eigene Azure AI-Instanzen, die können wir natürlich auch anstöpseln. Das ist kein Problem. Aber es geht nichts von dem, was da eingegeben wird, an das öffentliche Sprachmodell oder zu OpenAI entsprechend. Da gibt es die Versicherung und Datenschutzvereinbarung auch mit Microsoft dann. Was ich jetzt gerade nochmal so zusammenfassend sagen will, also KI hat natürlich auch Einzug gehalten bei euch und so mit meinem laienhaften Verständnis, das Onboarding von neuen Verknüpfungen wird extrem vereinfacht auf ein Minimum von dem, was man bisher gemacht hat. Ja, genau, in etwa, genau so, ja. Also wenn man starten will mit Lawlift, wird es noch einfacher durch AI. Wahnsinn. Und was habt ihr jetzt noch dieses Jahr vor? Also vielleicht auch mal so einen Ausblick? Ja, es kommt noch viel mehr. Also jetzt haben wir ja beim Automatisieren der Vorlage erstmal nur den Fragenkatalog erstellt, der automatisiert funktioniert. Wir haben jetzt schon drin so Klassiker wie entwirf mir nochmal eine anders formulierte Klausel oder gib mir nochmal weitere Klauseln zu dieser Klausel, die ich schon habe, aber ich will noch spezifischere Regelungen haben. Oder, oh, ich habe als Anwalt zu viel Schachtelsätze formuliert, vereinfach das bitte mal so, dass das auch jeder versteht. Diese Funktionen sind alle schon drin. Was jetzt neu kommt, ist, dass wir nicht mehr eine Vorlage brauchen, um eine Vorlage zu automatisieren. Das heißt, der Anwalt, der vielleicht die Vorlage im Kopf hat oder vielleicht auch nur 5 Dokumente hat, die 5 besten Verträge oder Schriftsätze oder Ähnliches, die kann er bei uns reingießen und das wird in ein paar Wochen höchstwahrscheinlich kommen, dass dann die KI automatisch diese Vorlage baut. Also vorschlägt, die Klauseln entsprechend sortiert, thematisch, welches sind die ähnlichen Klauseln mit Varianten. Das kommt unter einer Überschrift, wird das dargestellt und dann sitzt der Anwalt nur noch davor und sagt, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das kann raus, das muss ich vielleicht nochmal ergänzen. Er muss es immer noch prüfen. Ja, also der Anwalt, das Ergebnis, was bei uns rauskommt, ist rechtlich geprüft, im Unterschied zu einer KI, wenn ich da direkt ein Dokument generiere, weil der Anwalt das ja prüft. Ja, und das ist genau der Unterschied und da erleichtern wir aber die Arbeit, ja, durch solche Sachen. Mhm.
Und das Coole ist ja, die lernt ja 24x7. Das heißt, die Beanstandungen dürften dann auch immer weniger werden. Immer weniger. Da ist aber auch wichtig zu sagen, sie lernt nicht durch den Input von den Anwälten, weil die das auch nicht wollen. Aber es ist auf der anderen Seite auch gar nicht mehr wirtschaftlich abzubilden, so ein Sprachmodell zu trainieren. Ja, also wir sehen da, dass es entsprechende Fortschritte gibt von 3.5 zu 4 GPT, jetzt 4.0, was gerade vorgestern rausgekommen ist. Irgendwann wird es die 5er-Version geben. Und da wird die Qualität automatisch immer höher werden. Auch die Verlage bauen wie ein Beck-Verlag oder Otto Schmidt an entsprechenden Sprachmodellen, die gefeintuned sind und dann auf die spezifischen Rechtsgebiete sehr gute, bessere Antworten noch geben können. Das werden wir auf lange Frist, wenn diese Modelle dann irgendwann live sind, wahrscheinlich auch mit einbinden können. Und so wird die Qualität immer besser. Aber sie ist heute schon so überraschend gut, dass die meisten, die uns kennen und sehen, was jetzt möglich ist, sagen, wow, das ist eine deutliche Arbeitserleichterung. Ne? Es gibt nochmal einen Riesenschub und was ich auch immer sehe, ist, man sieht ja bei den meisten Kanzleien, wir suchen. Ja? Also und dadurch, dass dann halt die bisherigen Mitarbeiter, ich sag mal, effizienter werden, kann ich mir vielleicht die eine oder andere Neueinstellung sparen. Das ist ja auch ein Rieseneffekt. Ja? Das ist noch ein generelles Thema in Deutschland. Wenn man über Wachstum oder über Skalierbarkeit nachdenkt, denkt man als erstes immer an mehr Mitarbeiter. In Amerika denkt man eher als erstes an Automatisierung und dann an mehr Mitarbeiter, die mehr schaffen, weil sie automatisiert Task erlegen können auch, weil die Technik einfach Sachen übernimmt. Das haben wir in der Industrie schon durch mit Fließband und Robotern, die da helfen, aber in der Dienstleistungsbranche ist das, was kommt und kommen muss. Also wir haben den gleichen Ansatz, vielleicht auch mal ein bisschen was von uns. Wir skalieren über Technologie. Ja, das ist unser Ansatz. Es geht nicht immer, es geht halt bis zum gewissen Grad und dann kommt dann halt auch weitere Menschen dazu, aber der Ansatz ist immer: Als erstes, wie kann ich irgendwas automatisieren, wie kann ich was optimieren? Ja? Das sollte eigentlich immer der erste Gedanke sein, wenn ich vor irgendeinem Problem stehe, sei es ein Prozess, sei es ein Dokument, sei es irgendetwas, was einen großen Aufwand produziert, wie kann ich das automatisieren? Das ist die erste Frage und da muss man sich schlau machen und gucken, welche Lösung es da gibt. Mega, Steffen, vielen, vielen herzlichen Dank für das informative Gespräch, für die Insights auch, ja, alles was noch kommt. Und ich wünsche eine erfolgreiche Messe. Gerne. Bis dann. Schön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.